Mittwoch. Wir haben Oktober bei mir. Und natürlich, wir haben ja der Oktober, der bei mir voll ist. Und der ist wirklich voll. Ja, ich laufe da gerade wie immer zum Bus. Veranstaltungen, sondern woanders hin. Viele von euch werden jetzt fragen, ja, wo denn? Wo soll der denn je um diese Zeit je noch hinfahren? Beginn ist 18.30 Uhr, Ende ist 21.30 Uhr für die kommende zukünftige Zeit. Daher echt sehr wichtig. Viel behördliche Kram. Ja, wie ihr gerade schon dem gesehen habt, ich habe mich angemeldet für einen Theoriekurs. Thema Fahrschule habe ich mich angemeldet. Jetzt sind das 7 Tage, die ich insgesamt habe. Dieses Video entsteht in 2 Folgen. Einmal in Teil 1 und Teil 2. Und hier ist hier, werde ich nicht da teilnehmen. Dann noch die ganzen Fragen, die dann noch so kommen, beantworten in der App. So, der nächste Tag ist angebrochen. Heute irgendwie kein schönes Wetter wie gestern. Huhu, hallo Kamera. Ja, gerade immer dieser Fokus, diese Belichtung. Ja, ja, heute habe ich einen Brief mal wieder von der Stadt bekommen. Oder mache ich mal wieder. Heute habe ich einen Brief bekommen und es geht um den Antrag, um diesen Führerschein-Antrag. Und Zusatzgebühren, wo ich mir denke, Alter, ich kann doch auch nicht, hä? Natürlich gibt es viele, viele mehr auch. Das war ja nur ein kleiner Bruchteil, die es gibt. Und die wurde uns erklärt. Und ja, dann noch
ein paar Prüfungsfragen für die Theorieprüfung. So, wir sind hier gleich wieder vor Ort bei der Fahrschule. Ich bin mal woanders, wo ich den heutigen Tag beginne. Ich bin mal sehr gespannt, was für ein Thema heute genau dran ist. Aber ich habe noch nicht erwähnt, bei welcher Fahrschule ich überhaupt bin. Ich weiß nicht, wie sehr ich echt erwähnen kann darf, aber ich werde hier einfach mal erwähnen. Wir sind, oder ich bin bei Peppels in Fürth. Ist eine sehr interessante Fahrschule. Die haben selber auch einen YouTube-Kanal, ist aktuell aber noch nicht so aktiv. Von den Wissen und Erfahrungen wurde ich gut belehrt bis jetzt und bin einfach mal gespannt, was eigentlich am Tag 3 heute so anfällt. Und ja, ich lasse mich hier einfach mal überraschen. Ja, aus die Maus ist der dritte Tag. Und ja, heute haben wir gelernt, wieso Vorfahrt und Voranzeichen sind, wie man damit umgeht, rechts vor links, wer darf zuerst fahren, was gilt denn eigentlich, wenn die Polizei den Verkehr regelt. Das haben wir heute alles so gelernt. Viele spannende Sachen wieder. Und ich sag damit erstmal, das waren erstmal wunderschöne 3 Tage. Ich muss noch ein bisschen was lernen. Und ihr seht mich leider überhaupt nicht. Und ich muss hier noch ein bisschen was lernen. Aber ich sag dann mal, wir sehen uns dann im Teil 2 wieder.